Und deshalb finden wir uns damit ab, unsere rechtsstaatlichen Demokratien arbeiten langsam, das dauert, aber dafür haben wir dann auch wirklich legitime Ergebnisse. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil unseres Ruhrpots, in dem wir uns mit der Fragestellung beschäftigen, warum dauert die Energiewende so ewig? Wir hatten uns im ersten Teil beschäftigt mit den Problemen der Standortplanung bei Windenergieanlagen an Land. Wir wollen uns jetzt im zweiten Teil mit Fragestellungen des Netzausbaus beschäftigen. Dazu darf ich Ihnen vorab so ein bisschen eine Vorstellung von der Größenordnung des Problems geben. Der Ausgangspunkt kann nur sein, dass wir ein stabiles Energienetz brauchen. Warum brauchen wir das? Weil wir ein Industrieland sind, weil wir eine hochentwickelte Volkswirtschaft haben und unabhängig davon, ob Sie gerade in Ihrem Haushalt das Licht anschalten können oder den Herd bedienen können, die industriellen Prozesse, die öffentlichen Prozesse sind ganz maßgeblich darauf angewiesen, dass zu jeder Zehntelsekunde aus der Steckdose oder aus entsprechenden Anschlüssen Strom fließt. Das nennen wir Netzstabilität. Die Netzstabilität muss gewährleistet sein und die Energiewende ist für die Stromnetztechniker insbesondere ein Problem der Netzstabilität. Und es gab auch schon etliche Situationen, in denen ernsthaft die Netzstabilität in Zweifel gezogen war. Woran liegt das? Das liegt insbesondere daran, meine Damen und Herren, dass die erneuerbaren Energien, also die, auf die wir insbesondere abzielen, nämlich Windenergie und Solarenergie, dass die nicht grundlastfähig sind. Grundlastfähig heißt die Sicherheit, dass sie zu jeder Sekunde den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr über in ausreichender Menge verfügbar sind. Das Stromnetz muss darauf ausgerichtet werden, dass an jedem Ort der Bundesrepublik Deutschland in jeder Sekunde hinreichend Strom aus dem Netz kommt. Und wenn der Wind nicht weht und gleichzeitig die Sonne kaum scheint, dann haben wir das, was wir eine Dunkelflaute nennen. Dunkelflauten sind sehr, sehr selten, aber sie kommen vor. Und wir haben eben bisher noch, und das ist einer der ganz großen technischen Probleme der Energiewende, keine perfekte Lösung gefunden, wie wir die Windenergie, die Sonnenenergie, wenn sie gerade massenweise zur Verfügung stehen, und das gibt es, Situationen, in denen wir viel mehr erneuerbare Energien haben, als wir Energie brauchen, wie wir diese Energie dann speichern können, um sie dann ins Netz zu speisen, wenn es dann tatsächlich einen Engpass, also die Dunkelflaute, gibt. Wir experimentieren mit Wasserstoff, mit Batterien, mit Wasserspeichern, alles Mögliche. Bisher ist noch nicht so weit gekommen, dass die erneuerbaren Energien tatsächlich grundlastfähig wären. Das ist unser zentrales technisches Problem. Wir wollen dieses zentrale technische Problem jetzt hintanstellen. Darum geht es uns ja jetzt nicht. Uns geht es um die Genehmigungsverfahren. Uns geht es um Planung und Genehmigung von notwendigen Netzumbaumaßnahmen. Unabhängig von dem Problem, was wir gerade geschildert haben, also der Frage der Grundlastfähigkeit und Speicherbarkeit erneuerbarer Energien, ist klar, dass die erneuerbare Energie da, wo sie anfällt, gar nicht gebraucht wird. Kein Mensch braucht so viel Strom an der Nordseeküste, jedenfalls nicht nach unserer gegenwärtigen wirtschaftlichen Ausrichtung, sondern die Energie muss nach Süden, da wo sie gebraucht wird, also bei uns im Ruhrgebiet etwa oder im Rhein-Main-Bereich, in der Großraumregion Stuttgart oder München, da wo die großen Industriebedarfe, wo die großen Ballungszentren sind. Und unser Netz war darauf bisher nicht ausgelegt, weil wir in diesen Ballungsräumen bislang Großkraftwerke, insbesondere Kernkraftwerke hatten, die wir ja nun alle abschalten. Das führt dazu, dass wir neue große Trassen brauchen, auf denen möglichst verlustarm der elektrische Strom, den die Energieanlagen im Norden erzeugen, nach Süden in die Verbrauchszentren transportiert wird. Das sind die sogenannten Stromautobahnen. Und das bildet sozusagen ein Backbone, ein Rückgrat unseres
Energieleitungssystems, für den wir einen sehr, sehr hohen Planungsaufwand betreiben. Und ich möchte Ihnen das jetzt an einer Folie zeigen. So sieht bei uns in Deutschland die Trassenplanung für dieses Übertragungsnetz aus. Wir haben als erstes einen Szenariorahmen, in dem die wahrscheinlichsten Szenarien für einen zukünftigen Strombedarf, auch einen örtlichen Strombedarf, also eine Ortsverteilung des Strombedarfs entwickelt werden. Daraus ergeben sich dann Netzentwicklungspläne, also Planungen, welche Netze wir für diese wahrscheinlichen Szenarien wirklich brauchen. Und dieser Netzentwicklungsplan wird dann im Bundesbedarfsplan, und zwar in gesetzlicher Form, festgesetzt. Die Gesetzesform ist ein großer Aufwand, hat aber den Vorteil, dass der Gesetzgeber damit sagt, wir brauchen diese Höchstspannungsleitungen und damit steht der Bedarf außer Frage. Kann nachher also keine Bürgerinitiative, kein Gericht mehr kommen und sagen, brauchen wir doch gar nicht. Das Gesetz sagt mit dem Bundesbedarfsplan, doch, das brauchen wir und darüber darf sich niemand hinwegsetzen. Dann haben wir also einen Bedarf für eine Destination, also für eine Stromleitung von A nach B. Für diese Stromleitung müssen wir dann aber eine Trasse entwickeln. Das passiert in der sogenannten Bundesfachplanung für die im Netzausbaubeschleunigungsgesetz, kurz NABEC, vorgesehenen Höchstspannungstrassen. Für alle anderen Höchstspannungstrassen, die dort nicht vorgesehen sind, passiert das im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens. Wir konzentrieren uns aber mal auf die Bundesfachplanung. Mit der Bundesfachplanung wird dann ein Korridor festgelegt, der ist 1000 Meter breit, innerhalb dessen sich dann die Stromleitung bewegen soll. Die Stromleitung selber wird dann aber im Wege der Planfeststellung, also der Fachplanung, grundstücksscharf festgelegt. Das ist der Weg der Planung. Sie sehen also eine mehrstufige, erst die Bedarfsplanung, dann die Korridorplanung und dann erst die Planfeststellung mit der am Ende stehenden Zulassung der einzelnen Stromautobahnen. Wir wollen jetzt gucken, wie sieht das denn dann in der Praxis aus? Und wir nehmen das wahrscheinlich bekannteste oder sagen wir berüchtigste Stromprojekt, Stromautobahnprojekt, den SüdLink, der insbesondere von der Firma TenneT betrieben wird. Der SüdLink ist ein Netzausbauprojekt von TenneT und Transnet BW, also dem baden-württembergischen Übertragungsnetzbetreiber, der letztlich eine absolut notwendige Trassierung für Windenergie aus Norddeutschland, von Offshore-Windenergie im Wesentlichen, aus Norddeutschland nach Süddeutschland legt. Die Leitung ist insgesamt 531 Kilometer lang. Da wird schon deutlich, was für ein Mammutprojekt das ist. Und 2015 kam dann die Entscheidung des Bundesgesetzgebers, dass solche HGÜ-Leitungen, HGÜ, also Hochspannungsgleichstromleitung, vorrangig als Erdkabel, also nicht als Freileitung zu bauen sind. Zu diesem Zeitpunkt war die Planung für diesen SüdLink schon fortgeschritten und dementsprechend wurde durch diese Entscheidung alles wieder auf Null gestellt, weil Sie können sich vorstellen, dass die Belange, die betroffen sind bei einer Freileitung, andere sind als bei einer Erdkabelleitung, also einer unterirdischen Leitung und dementsprechend mussten die Trassierungsüberlegungen ganz anders aussehen. Wie das gelaufen ist, das schauen wir uns jetzt in weiteren Diagrammen an. Der Startpunkt war der Bundesbedarfsplan von 2013. Danach sollte spätestens 2022 der SüdLink fertiggestellt sein und in Betrieb gehen. Das wird sich jedenfalls sicher um 3 Jahre verzögern. Gegenwärtig ist für die Inbetriebnahme des Jahres 2025 angepeilt. Begonnen hat alles mit der Projektvorstellung durch den Netzbetreiber. Das war 2014. Infolge der Projektvorstellung und der dann frühzeitigen Beteiligung der betroffenen Kreise und der Bevölkerung gab es dann erheblichen Widerstand gegen die Trassierungsvorstellungen von TenneT. Die Ergebnisse der Infoforen des Beteiligungsprozesses wurden vorgestellt, auch online zur Verfügung gestellt und ein Antrag auf Bundesfachplanung, also auf Korridorfestlegung, bei der Bundesnetzagentur gestellt. Und die Bundesnetzagentur hat diesen Antrag geprüft und in dieses Verfahren hinein kam dann die Entscheidung des Bundesgesetzgebers mit dem Kabelvorrang, weil die beteiligten politischen Kreise der Auffassung waren, dass sie damit den Protest verringern könnten
Es waren maßgebliche Persönlichkeiten daran beteiligt, insbesondere Herr Gabriel, der seinen Wahlkreis in einem betroffenen Projektkreis hatte, und der damalige bayerische Ministerpräsident Seehofer, die beide offensichtlich die Proteste fürchteten und dementsprechend die Erdverkabelung in der Koalitionsvereinbarung unterbrachten. Und das führt dann zum 31.12. zum Inkrafttreten des Erdkabelgesetzes, und das heißt alles auf Null, neue Vorstellung des Projektes 2016. Dann ging es weiter. Wieder Antrag auf Bundesfachplanung 2017, öffentliche Antragskonferenzen im Jahr 2017, Ende 2017 Feststellung des Untersuchungsrahmens durch die Bundesnetzagentur, Erstellung von Fachgutachten, die notwendig waren, dann die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung mit den Erörterungsterminen im vergangenen Jahr und jetzt schließlich seit Januar 2020 die ersten Bundesfachplanungsentscheidungen, also Korridorfestsetzungen durch die Bundesnetzagentur, wobei dann ja noch das eigentliche Zulassungsverfahren, das Fachplanungsverfahren folgt, die Planfeststellung, wir sind jetzt am Beginn des Planfeststellungsverfahrens, und das wird dann die nächsten 2-3 Jahre dauern und dann wird gebaut und erst dann in Betrieb genommen. Sie merken also ein extrem voraussetzungsvolles Abarbeiten ganz unterschiedlicher Verfahrensschritte. Einer der wesentlichen Punkte dabei ist der Gedanke, dass wir versuchen, die Bürger im Prozess einer solchen Infrastrukturplanung möglichst mitzunehmen. Stichwort Partizipation. Aus der Südlink-Geschichte haben wir gesehen, dass diese Partizipation nichts ist, was beschleunigend wirkt, sondern jeder Partizipationsschritt, jedes Verfahren, das wieder die Bürger dazu aufruft, sich zu beteiligen, führt natürlich auch zu einer Beschäftigung der Bürger, die dann auch kritisch auf die Sache drauf gucken. Das kann dann nochmal Veränderungen, neue alte Trassenvarianten und Alternativen erfordern. Und dementsprechend ist das was, was letztlich im Prozess viel Zeit kostet. Deshalb eine weitere Grafik, die versucht, das nochmal optisch darzustellen. Erst fängt der Betreiber, der Übertragungsnetzbetreiber, damit an, in Betracht kommende Trassenkorridore auch mit Alternativen zu suchen. Dann geht er damit in die erste frühe Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit den Ergebnissen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, mit weiteren Trassenvarianten also, geht er dann in das behördliche Verfahren rein. Das behördliche Verfahren sieht dann im NABEC eine Antragskonferenz vor, wo also erstmal über den Inhalt des Antrages auch mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung beraten wird. Daraufhin legt die Behörde, die Bundesnetzagentur, dann den Untersuchungsrahmen fest. Der Übertragungsnetzbetreiber arbeitet dann alle Unterlagen aus. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht dann den Antrag und dann findet der eigentliche, die ganz große eigentliche Öffentlichkeitsbeteiligung, der Erörterungstermin statt und dann entscheidet die Bundesnetzagentur. Wir haben also ganz viele Stellen, an denen klar ist, hier müssen wir eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen. Darüber gehen die Netzbetreiber regelmäßig noch hinaus, indem sie eine mitlaufende Öffentlichkeitsbeteiligung, insbesondere im Internet, durchziehen. Dass im Übrigen diese ganzen Öffentlichkeitsbeteiligungsprozesse auch unter Corona notwendig sind, ist klar. Das bringt zusätzliche Probleme, denen der Gesetzgeber sich bereits gestellt hat. Und wir sind jetzt dabei, Verfahren der Online-Öffentlichkeitsbeteiligung auszuarbeiten. Dazu vielleicht in einem anderen Podcast mehr. Dieses Verfahren haben wir durchlaufen und das führte dazu, meine Damen und Herren, dass der ganze Prozess der Planung dieser Stromautobahn eben tatsächlich sehr lange gedauert hat. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist es eben keineswegs so, als ob da Bedenkenträger in der Politik oder in den Unternehmenszentralen am Werk wären, sondern es ist so, dass wir unter rechtsstaatlichen Bedingungen einer aufgeklärten Bürgergesellschaft, die nach Partizipation ruft, einfach einen Wust von Verfahrensschritten für notwendig halten, damit wir eine legitime, also eine demokratisch legitimierte, eine sachlich und demokratisch legitimierte Trasse zustande kriegen.
Es ist also klar, da ist nicht ein Bürokratieproblem, dass die Leute nicht hinreichend arbeiten, nicht schnell genug arbeiten, dass da irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, um die Stromnetzplanung zu verlangsamen. Es geht um die Probleme vor Ort im Einzelfall, um die Mitnahme der Bürger, um notfalls die Aussage, dass wir einzelne Protestargumente eben einfach zwar zur Kenntnis nehmen, aber letztlich uns darüber hinwegsetzen müssen. Das ist ein langwieriger Prozess, meine Damen und Herren. Und aus all dem ergibt sich dann, so wie unser System, so komplex wie unser System ist, ob demokratisch durch die Bürgerbeteiligung, ob artenschutzrechtlich, ob verfahrensrechtsstaatlich. Wir haben eben eine Menge Punkte, an denen wir einfach Zeit brauchen. Legitime Stromnetzplanung in einem komplexen Rechtsstaat mit einer solchen Menge an abzuarbeitenden Belangen, das braucht seine Zeit. Wenn wir also überlegen, wo beschleunigen wir, dann stellt sich die Frage, welchen Punkt wollen wir rausfallen lassen? Unter dem Motto Klimanotstand, das klingt ja großartig, höchste Priorität für Umbaumaßnahmen im Stromnetz, weil das ist im Moment der Bottleneck schlechthin. Das lassen wir wegfallen. Wollen Sie auf Partizipationsverfahren verzichten? Wollen Sie sagen, das kostet nur Zeit, bringt nur Ärger und jedes Partizipationsverfahren zieht das nächste hinter sich, weil die nächste Variante dann möglicherweise andere Bürger auf die Straße bringt? Wollen Sie die rechtsstaatlichen Verfahren kippen und sagen, das machen wir jetzt alles per Ordre de Mufti oder durch den Gesetzgeber? Das ist übrigens im Moment einer der Ansatzpunkte, die vorgesehen sind. Ich bin, glaube ich, dafür. Das Bundesverfassungsgericht hat aber enge Grenzen gesetzt, weil der Gesetzgeber eben nicht den Einzelfall vor Ort im Auge haben kann. Es ist eben ein Einzelfallgesetz und Einzelfallgesetze sind schwierig. Wollen wir vielleicht an den Maßstäben des Umwelt- und Artenschutzes drehen? Wollen wir sagen, ja, diese europäischen Vorgaben für Vogelschutz, das ist zwar richtig und wichtig, aber letztlich hat der Vogelschutz nicht die Bedeutung wie die Energiewende. Die Biologen sagen uns, der Klimanotstand ist Pillepalle im Vergleich zum Artensterben. Habe ich doch keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also letztlich, meine Damen und Herren, unter dem Motto schnelle Energiewende, müssten Sie irgendwo einen Punkt haben, wo Sie sagen, darauf können wir aber gut verzichten. Und bisher hat diesen Stein der Weisen niemand gefunden und deshalb dauert es so lange. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, die Chinesen können das schneller. Wollen Sie tauschen? Ich nicht, meine Damen und Herren. Und deshalb finden wir uns damit ab, unsere rechtsstaatlichen Demokratien arbeiten langsam. Das dauert, aber dafür haben wir dann auch wirklich legitime Ergebnisse. Und meine Damen und Herren, darauf kommt es an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.